Herzlich willkommen zum MMB 6 Tutorial. Hier wird es um Spiroergometrie gehen. Ihr fragt euch sicherlich, was das ist. Naja, das klären wir jetzt gleich mal auf. Das Wort Spiroergometrie setzt sich aus den drei Wörtern Spiro, Ergo und Metrie zusammen. Spiro kommt aus dem Lateinischen von spirare und heißt so viel wie atmen. Ergo kommt aus dem Griechischen und steht für Arbeit. Und Metrie, das kommt auch aus dem Griechischen und steht für Maß. Das hat also was mit Messen zu tun. Wir wollen also, wenn Arbeit verrichtet wird, irgendetwas an der Atmung messen. Das ist Spiroergometrie. Die mechanische Arbeit wird heutzutage mittels Ergometer gemessen. Da stehen einem verschiedene Möglichkeiten zu, sich sportlich zu betätigen. Man kann auf einem Radergometer sitzen und mit den Beinen treten. Man kann genauso gut auf einem Laufband laufen. Das nennt sich dann Laufergometer. Weitere Beispiele wären der Hand- und Kurbelergometer, der Stepper, der Schwimmkanal oder auch der Ruderergometer. Jede Zelle im menschlichen Körper benötigt Sauerstoff. Dieser gelangt durch Inspiration der Umgebungsluft über die Atemwege in die Blutbahnen. Topografisch wird zwischen oberen und unteren Atemwegen differenziert. Zu den oberen Atemwegen zählen die Nasenhöhlen mit ihren Nebenhöhlen sowie der Rachen. Diese sind hier farbig dargestellt. Der Rachen ist sozusagen das Verbindungsstück zwischen Nase und Mund. Die oberen Atemwege erwärmen und befeuchten die eingeatmete Luft. Sie erkennen Schmutzpartikel und stoßen diese ab. Und dank unserem Geruchssinn können riechbare Schadstoffe schnell erkannt werden. Zu den unteren Atemwegen zählen der Kehlkopf, die Luftröhre und die Bronchien mit ihren ganzen Abzweigungen. Der Kehlkopf ist ein Verschlussapparat, der die Luftröhre von der Speiseröhre trennt. In diesem Bild ist nur die Luftröhre abgebildet, welche durch 16 bis 20 hufeisenförmige hyaline Knorpelspangen verstärkt wird. Was verbirgt sich aber hinter dem Begriff Bronchien? Wie wir bereits wissen, ist die Lunge ein zweipaariges Organ und besteht aus einem linken und einem rechten Lungenflügel, welche prinzipiell gleich aufgebaut sind. Die Hauptverkehrsstraße für die Luft, die wir ein- und ausatmen, ist die Luftröhre. Bei den beiden Lungenflügeln spaltet diese sich auf. Innerhalb der Lungenflügel teilt sich die Luftröhre noch weiter auf. Nur spricht man da nicht mehr von Luftröhre, sondern von Bronchien. Und je weiter die Aufteilung geht, umso kleiner der Durchmesser der Röhrchen und dann spricht man auch schon von Bronchiolen. Und am Ende der Bronchiolen befinden sich die Lungenbläschen, die sogenannten Alveolen. In den Alveolen gelangen die inspirierten Luftgase in die Blutbahn. Dieser Prozess wird als äußere Atmung verstanden. Alveolen sind mit kleinen Blutadern überzogen, in denen Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgegeben werden kann. Der Sauerstofftransport zu den einzelnen Organen erfolgt über die roten Blutkörperchen, den sogenannten Erythrozyten. Dieser Gasaustausch zwischen dem Sauerstoffträger im Blut und den Körperzellen wird als innere Atmung verstanden. Um den Gasaustausch an der Alveolenmembran hinreichend zu verstehen, ist es notwendig, sich mit der Luftzusammensetzung auseinanderzusetzen. In dieser Tabelle sehen wir, dass die Umgebungsluft, die wir einatmen, zu 21% aus Sauerstoff, zu einem geringen Anteil an Kohlendioxid und zu einem sehr, sehr großen Anteil an Stickstoff, und zwar 78% besteht. Bei der Expiration, sprich bei der Ausatmung, sehen die Werte schon etwas anders aus. Zwar verwerten wir den Stickstoff so gut wie gar nicht, dafür aber den Sauerstoff. In der Luft, die wir ausatmen, ist nur noch 16% O2 vorhanden, was einem 5%igen Verbrauch des Sauerstoffs entspricht. Was passiert nämlich? Wir verbrauchen den Sauerstoff und wandeln diesen in Kohlendioxid um. Das erklärt, warum der Wert plötzlich von ungefähr 0% auf 4% ansteigt. Des Weiteren ist die Ausatmungsluft eine Mischung aus Alveolarluft, die am Gasaustausch in der Lunge beteiligt ist, und der Totraumluft. Dazu würde ich gerne noch ein paar Takte sagen. Sagen wir mal, der Normalverbraucher atmet 500 Milliliter an der Luftvolumen aus. Ein großer Teil davon kommt aus den Alveolen, sagen wir mal 350 Milliliter. Die restlichen 150 Milliliter kommen aus dem Totraum. Der Totraum ist jener Teil der Lunge, in dem kein Gasaustausch stattfindet. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen anatomischen und funktionellen Totraum. Das ist ganz einfach. Der anatomische Totraum ist der Abschnitt vom Mund bis zu den Bronchiolen, in dem die Atemluft gereinigt, erwärmt und angefeuchtet wird. Als funktionellen Totraum bezeichnet man die Summe aus dem anatomischen Totraum und den alveolären Regionen der Lunge, die eben nicht mehr in der Lage sind, am Gasaustausch teilzunehmen. Bei gesunden Personen entspricht der anatomische dem funktionellen Totraum. Natürlich hoffe ich, dass das bei euch allen der Fall ist.
Und mit der Luftzusammensetzung beenden wir auch den ersten Teil dieser Tutorial-Reihe. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Teil.